Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Marion Henrizi und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema Agil im Projektmanagement. Keine Frage des Ja oder Nein, sondern des Wie viel. Servio möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der Vortrag wird etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chat-Funktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator. Fragen zur Technik werden direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reicht, werden Ihre Fragen schriftlich beantwortet und Ihnen per Mail zugesendet. Ihr heutiger Dozent für dieses Thema ist Herr Michael Weber. Er ist ausgewiesener Spezialist und erfahrener Berater und Trainer in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an meinen Kollegen Herrn Michael Weber und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Vielen Dank, liebe Marion, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und man darf es jetzt noch sagen, einen guten Morgen in die Welt hinaus. Ja, mein Name ist Michael Weber und ich werde mit Ihnen heute das Webinar zusammen verbringen. Thema heute, agil im Projektmanagement. Keine Frage des Ja oder Nein, sondern die Frage des Wie viel. Hintergrund, warum wir uns auch mittlerweile so stark und auch in Webinaren mit dem Thema agil auseinandersetzen, ist auch sicherlich mit einem Punkt, dass dieses Jahr ein neues Best-Practice-Produkt auf den Markt gebracht wurde, Prince 2 Agile, welches gerade diesen Fokus, dass Projekte agiler gesteuert werden können, sehr stark aufnimmt und das soll auch ein klein wenig heute der Fokus unseres Webinars sein. Ich denke, wir sind jetzt so von den Teilnehmeranzahlen recht stabil. Der eine oder andere kommt noch dazu, sehe ich gerade hier am Ticker. Frau Henrizi hat es ja schon angekündigt, wenn Sie Fragen haben inhaltlicher Natur, das bitte über die Chat-Funktion stellen. Frau Henrizi wird die Fragen sammeln und je nachdem, wie die Zeit bleibt am Ende des Webinars, werden die ein oder anderen Fragen noch beantwortet. Die Fragen, die nicht im Rahmen des Webinars beantwortet werden können, werde ich im Nachgang schriftlich zusammenfassen und das wird Ihnen dann auch nochmal in schriftlicher Form zugehen. Alle Fragen werden auch dann an alle Teilnehmer rausgesandt. Fragen zur Technik, wie auch schon von Frau Henrizi angekündigt, bitte direkt in der Chat-Funktion stellen. Sollte etwas nicht funktionieren, kann sie sich gleich hier in das System wird sie gleich etwas dazu sagen und dann sollte das auch recht schnell behoben werden können, hoffentlich. Außer das Internet bricht zusammen, das wird dann im Zweifelsfall etwas schwierig werden. Gut, dann lassen Sie uns noch einmal starten. So, ab. Ein, drei Worte zu meiner Person. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal ein Webinar mitgemacht, das auch ich schon gehalten habe. Michael Weber, mein Name. Ich bin Berater bei der Firma Servio, mittlerweile seit knapp 9 Jahren im Unternehmen tätig. Bin auch mittlerweile verantwortlich für den Bereich PPM. Unter PPM fassen wir die ganzen Methoden aus dem Projektmanagement, Programmmanagement-Umfeld, Risikomanagement beispielsweise zusammen. Dazu gehört das, was bei uns hier im Fokus ist, im Projektmanagement Prince 2, MSP für Programmmanagement, MOR für Risikomanagement und auch noch ein paar weitere Methoden. Ich bin selber als Projektprogrammleiter noch unterwegs, dort wirklich auch im Managen von Projekten, vielfach aber auch durch jetzt meinen Fokus im eher methodischen Projektmanagement, auch eher im Coaching-Bereich unterwegs. Ich selber bin auch Trainer für Prince 2, ITIL, MOR, MSP, also mehr oder minder die ganze Bandbreite der britischen Best Practices. Agile PM gehört auch noch dazu, ein eigenständiges Produkt für agiles Projektmanagement. Ich bin selber Prince 2 zertifiziert, Prince 2 Professional und habe mich schon sehr früh mit Prince 2 Agile
auseinandergesetzt, da ich selber das, was aus der agilen Welt für Möglichkeiten sind, auch in, sagen wir es mal so, klassischen Projekten das einzusetzen, weil ich das selber sehr interessant finde, weil es ja sehr viel auch mit anderen Verhaltensmethoden, mit einer anderen Art der Steuerung der Mitarbeiter zu tun hat. Deshalb habe ich mich sehr gut damit auseinandergesetzt und finde gerade Principle Agile einen sehr, sehr interessanten Ansatz, der keine neue Methode mit sich bringt, aber gut erklärt, wie agile Techniken, agile Methoden, die sich seit vielen Jahren entwickeln, auf dem Markt angekommen sind, auch in größeren, eher dann auch klassisch orientierten Projekten angewandt werden können. Und genau das ist der eigentliche Hintergrund ja auch des heutigen Webinars, einmal ein paar Gedanken darüber zu verschwenden, in Anführungszeichen, wie kann man klassische Projekte, in denen die Grundgedanken, die Grundbedingung dessen, was man unter klassisch auch agil versteht, nicht unbedingt die Basis sind, wie kann man aber trotzdem durch bekannte agile Techniken und Methoden in jeder Art von Projekt Vorteile erreichen, diese Projekte besser werden lassen. Das soll so ein klein wenig der Hintergrund des heutigen Webinars sein. Ja, eine kurze Agenda. Wir schauen erstmal auf so ein paar grundlegende Elemente. Klassisch versus agil. Was macht eigentlich den Grundgedanken agil so besonders? Was ist der Hauptunterschied, von dem wir sprechen werden? Dahinter steckt natürlich auch die Betrachtung des Wasserfallansatzes im Vergleich zum agilen Ansatz. Flexibilisierung ist dabei ein Schlagwort. Hier wähle ich einen Begriff Hexagon, kommen wir gleich dazu, was das im Umfeld gerade bei PRINCE2 bedeutet. Dann einmal ein kurzer Blick auf PRINCE2 und PRINCE2 Agile. PRINCE2 als erstmal der Vertreter auch nicht unbedingt ganz klassischer Ansatz, aber ein langjährig bewährter Ansatz für Projektmanagement, jede Art von Projekt. Und im Vergleich dazu, was war jetzt die Intention mit PRINCE2 Agile? Was wollte man zu PRINCE2 in Anführungszeichen hinzufügen? Wir sprechen über ein Wertesystem, um Projekte agiler zu machen. Was sind so grundlegende Aspekte, die eingesetzt werden können, um ein Projekt tatsächlich, jede Art von Projekt, auch jedes klassische Projekt agiler zu machen? Und dann habe ich mir zwei Aspekte einmal herausgesucht, gerade wenn man den prozessualen Ablauf eines Projektes betrachtet. Was können für Dinge eingesetzt werden, um ein Projekt auch agiler werden zu lassen? Was sind das für Techniken, Werkzeuge aus dem agilen Umfeld, die in jede Art von Projekt einen flexibleren Ansatz hineinbringen können, genauso auch mit Themenbereichen. Für diejenigen, die PRINCE2 ganz gut kennen, wissen ja Themen, das sind die eigentlichen Inhalte der Methode. Wie werden diese Themen in doch agiler werdenderen Umfeldern betrachtet? Am Ende eine kurze Zusammenfassung und Fazit. Genau, das ist das, was so in den jetzt dann verbleibenden, würde ich mal sagen, noch etwa 40 Minuten hier zu besprechen ist. Ja, lassen Sie uns doch erstmal einen kurzen Blick darauf werfen, was der Unterschied zwischen klassischem, in Anführungszeichen, Projektmanagement und dem agilen Gedanken ist. Das Spannungsdreieck zwischen Qualität, Zeit und Kosten ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt. Im Rahmen eines Projektes möchte ich etwas liefern. Das ist das inhaltlich gesehen, was wir unter der Qualität verstehen, das innerhalb einer definierten Zeit unter vorgegebenen Kosten. Das ist so dieser grundsätzliche Gedanke, das grundsätzliche Spannungsdreieck im Projekt und im Projektmanagement-Umfeld. Klassischer Ansatz, jetzt in unserem Fall einmal genannt. Dieser Ansatz, wie betrachtet man das? Der Grundgedanke ist, in der Regel zu sagen, ja, Qualität, es gibt ganz klare Anforderungen der Kundenseite und dort wird in den seltensten Fällen auch darüber diskutiert. Das ist die Anforderung der Kundenseite, das möchte ich haben und das soll auch bitte vom Projekt geliefert werden. In vielen Fällen ist es dann so, ja, auch wenn man sagt, ich habe einen Zeitrahmen definiert, ich habe Kosten definiert, was ist der Bereich, bei dem man am ehesten dann auch bereit ist, darüber zu diskutieren. Seltenst ist es so, dass man sich dazu bewegt, über Qualität zu diskutieren, sprich Dinge wegzulassen oder auch Dinge anders zu machen, sondern man ist in vielen Fällen, im klassischen Ansatz, dazu bereit zu sagen, ja, wir haben ein Ziel, jetzt haben wir dieses Ziel nicht in der Zeit erreicht, dann müssen wir entweder die Zeit erhöhen, wir müssen mehr Ressourcen in das Projekt stecken. Das ist so der Grundgedanke des klassischen Ansatzes. Der agile Ansatz dreht dieses Spannungsdreieck natürlich aus, nur dreht es
diesen Ansatz. Und zwar, in diesem Ansatz spricht man letztendlich davon, unter ganz klar definierten fixen Zeiten und Kosten, also sprich, ich werde tatsächlich den Zeitrahmen fixieren. Es gibt keine Erweiterung der Projektlaufzeit. Es gibt keine Erweiterung von Abschnitten innerhalb eines Projektes. Und das wird auch zu fixen Kosten realisiert. Was dann natürlich eine logische Schlussfolgerung sein muss, wenn ich Dinge habe, die im Projekt nicht so laufen, wie sie ursprünglich geplant waren, wenn Dinge länger benötigen, wenn Dinge ausführlicher sind, dann stelle ich dann die Frage, wie kann ich innerhalb dieses Spannungsbereichs am Ende erfolgreich sein? Kann es nur dann erfolgreich sein, wenn ich jetzt einen anderen Faktor betrachte, und das ist der Gedanke der Qualität. Das heißt, an der Stelle aber nicht hier irgendwas weglassen, sondern wenn man jetzt mal realistisch auf Projekte schaut, ist doch in der Regel immer so, dass es Dinge gibt, die wichtig sind, Dinge, die sehr wichtig sind, Dinge gibt, die weniger wichtig sind und Dinge, die man in der Regel auch im Rahmen einer Projektzielsetzung inhaltlich nicht unbedingt umsetzen müsste im Rahmen des Projektes. Das ist so einer der hauptsächlichen Grundgedanken zwischen den Ansätzen klassisch und agil, im agilen Ansatz im Rahmen einer vorgegebenen Zeit, etwas zu liefern. Das, was zu liefern ist, aber nach einer ganz klaren Priorisierung zu liefern, um ganz klar herauszustellen, das ist mir das Wichtigste und das kann ich abgestuft priorisieren, Dinge, die weniger wichtig sind, bis hin zu Dingen, die im ersten Anfang gar nicht so benötigt sind. Also sprich, ganz klaren Fokus darauf legen, was tatsächlich die höchste Priorität hat. Das ist so die erreichte Drehung des Spannungsbereiches, wenn man auf den agilen Ansatz schaut. Das wird dann auch vom Ablauf gesehen, unterscheidet man an der Stelle auch den klassischen Wasserfallansatz im Vergleich zum agilen Ansatz. Der Wasserfallansatz im Projekt geht davon aus, dass ich im Rahmen der Projektlaufzeit kontinuierlich entwickle etwas und werde am Ende etwas in operativen Betrieb überführen. Also ich werde schrittweise etwas machen, ich werde einzelne Bestandteile entwickeln, aber ich werde diese einzelnen Bestandteile auch nicht schon den Kunden zur Verfügung stellen. Das ist jetzt wiederum der Gedanke auch im agilen Umfeld, dass ich dort, man spricht von dem iterativen und inkrementellen Arbeiten, dass ich mein Projekt in kleine Bestandteile aufsplitte, dass ich ganz klar definierte Ziele habe und diese Ziele im Rahmen des Projektes erarbeite, diese Ziele angehe und die Ziele auch so ausgerichtet habe, dass sie während des Projektes schrittweise auch schon einen Mehrwert für meine Kunden halt erbringen können. Und diese einzelnen Elemente werde ich dann auch im Rahmen des Projektes kontinuierlich releasen, also den Kunden zur Verfügung stellen. Ein Gedanke des agilen Ansatzes, des iterativen und inkrementellen Arbeitens ist es, damit möglichst früh dem Kunden, dem Anforderer, auch schon etwas an die Hand zu geben. Hat in der Schlussfolge natürlich den großen Vorteil, dass ich relativ früh im Rahmen des Projektes erkennen kann, ob ich in die Richtung gehe. Es gibt einen Ansatz aus dem Startup, nennt sich Fail Fast, möglichst früh auch im Rahmen eines Projektes, wenn es nicht das Richtige ist, zu erkennen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und das kann ich primär über diesen sogenannten iterativen und inkrementellen Ansatz erreichen, weil ich früh schon etwas meinem Kunden liefere. Und wenn man das jetzt mal zusammenbringt, diese Zeitintervalle, habe ich ganz klar definierte Intervalle, in denen auch ganz klar definierte Mehrwerte, also ein Nutzen zur Verfügung gestellt wird, den ich über klare Priorisierung im Rahmen der Qualität erreiche. Das ist so auf der einen Seite der Agile-Ansatz, während der Wasserfallansatz vom Grundgedanken davon ausgeht, erst am Ende tatsächlich etwas dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Natürlich werde ich in diesem Zusammenhang auch während des Projektes testen, versuchen herzustellen, dass das richtig ist. Aber es ist eher ein Grundgedanken en bloc bearbeiten, als in einzelnen Einheiten etwas schon in den Betrieb frühzeitig zu bringen und sozusagen stufenweise schon einen Nutzen im Rahmen meiner Kundenseite zu ermöglichen. Das sozusagen erstmal im Wasserfall klassisch hin zu agiler Vorgehensweise. Wenn man ein bisschen schaut, woher die ganze agile herkommt, kommt man relativ schnell im Bereich der Softwareentwicklung. Dort wurde Anfang der 2000er, haben sich vier Entwickler zusammengeschlossen und haben einmal ein paar Grundsätze aufgestellt, wie sie glauben, dass Softwareentwicklung besser funktionieren kann oder erfolgreicher funktionieren kann. Das ist das sogenannte Agile Manifesto. Die Arbeit, Software zu entwickeln, in einer agilen Form durchzuführen. Agil heißt letztendlich auch erstmal nur, relativ flexibel zu agieren, also viele Möglichkeiten zu haben. Dieses sogenannte Agile Manifest hat ein paar Dinge festgelegt. Wir haben es hier auf der rechten Seite in der
Anwendung einmal dargestellt. Das ist so schön beschrieben. The Uncovering Better Ways of Developing Software by Doing It and Helping Others Do It. Through this work we have come to value, gewisse Werte, die wir aufgesetzt haben, indem wir sagen, dass Individuals and Interactions über Processes and Tools stehen. Das heißt jetzt nicht, dass Prozesse und Werkzeuge eine untergeordnete Bedeutung haben. Es ist aber wichtiger, dass die Interaktionen untereinander mit den Menschen, die Individuen, die einzogen werden, das gemeinsame Arbeiten, einen höheren Stellenwert hat, als einfach nur einem klaren Ablaufprozess zu folgen. Wir haben hier den Begriff Working Software und der Hintergrund des agilen Manifests, das agile Arbeiten, kommt aus der Softwareentwicklung. Man kann aber den Begriff Software ganz einfach auch streichen, jede Art von Projekt auch damit durchzuführen. Vielleicht nicht jede Art von Projekt, den grundsätzlichen klassischen agilen Ansatz, aber sicherlich sehr viele Arten von Projekten. Ich weiß von Kunden, die gerade im Marketingumfeld, auch bei der Entwicklung von Werbeprodukten, Marketingprodukten, auch agile Ansätze einsetzen, möglichst früh schon Ergebnisse ihren Kunden zu liefern. Arbeitende, funktionierende Produkte über, in Anführungszeichen, komplexe Dokumentation. Dokumentation ist ein wichtiger Faktor, aber es not so weit wie notwendig zu halten. Die Kunden, Customer Collaboration, mit dem Kunden direkt zusammenzuarbeiten, auf Änderungen zu, das sehe ich ja gerade tatsächlich, das ist ein Fehler in der Grafik, das ist noch eine Originalgrafik zu nebenbei, das Reagieren auf Veränderungen im Vergleich einem zuvor einmal definierten Planfolge. Dahinter steckt ein Gedanke, Änderungen werden ja sehr gerne als etwas, naja, sagen wir mal, Negatives angesehen. Änderungen sind aber gerade aus agiler Sicht der Weg, um überhaupt zum richtigen Produkt zu kommen am Ende. Sprich, ich werde am Anfang eine gewisse Vorstellung haben, aber die Details werden sich erst später ergeben. Dementsprechend ist man auch, begrüßt man es auch, dass Änderungen sich ergeben, weil nur durch sich ergebende Änderungen im Rahmen des Projektes wird man auch das bessere Produkt am Ende des Tages kommen. Zusammengefasst kann sagen, mit den, was ich Ihnen kurz auch schon vorgestellt habe, mit den festgelegten Zeiten, mit den eben sogenannten Releases und Inkrementen arbeiten, der Fokus hinter dem agilen Arbeiten ist das Arbeiten in Zeitabschnitten, fest definierten Abschnitten, in denen wir dann immer am Ende eines Abschnittes etwas zur Verfügung stellen. Etwas, was für den entsprechenden Kunden auch schon einen Nutzen haben soll, tatsächlich einen Mehrwert erbringen soll. Was dabei sehr wichtig ist, wir haben eine sehr hohe Interaktion mit dem Kunden. Den Kunden in das Projekt einzubeziehen, ist ein wichtiger Faktor. Und vor allem starke und häufige Kommunikation sind dazu notwendig. Das sind so typische Werte aus dem agilen Umfeld. So, wenn man das ganze Thema mal, das ist unser Schwerpunkt auch, gerade dem, was wir bei Survey auch beraten, wenn es um das Thema Projektmanagement geht. Wir sind seit vielen Jahren im Projektmanagement-Umfeld methodisch gesehen mit PRINCE2 unterwegs. PRINCE2 ist eine sehr weit verbreitete Projektmanagement-Methode mittlerweile. PRINCE2 erklärt, wie ich jede Art von Projekt erfolgreich durchführen kann, hat einen Prozess. Im Grunde genommen sagt PRINCE2 von sich, es ist eine Methode, die auf jede Art von Projekt angepasst werden kann. Und spricht grundsätzlich erstmal nicht davon, eine agile Methode zu sein. Das heißt aber nicht, dass PRINCE2 nicht vom Grundgedanken auch agiles Vorgehen ermöglicht. Und der Ansatz, der bei PRINCE2 gegangen wird, im Sinne dessen, was ich dort steuere, hat man festgelegt in auch entsprechende Dimensionen. Wir haben das Spannungsdreieck für die klassische Sicht im Projektmanagement, Zeit, Kosten, Qualität. Das hat man auch die PRINCE2-Sicht ein bisschen ausgeweitet, denn in einem Projekt geht es ja nicht nur darum, im Rahmen einer Zeit oder festgelegten Kosten Qualität zu liefern, sondern in einem Projekt können Risiken beeinflussen. Ein Projekt soll am Ende des Ganzen auch einen ganzheitlichen Nutzen schaffen. Das sind so diese Faktoren, auf die man sich bei PRINCE2 fokussiert. PRINCE2, diejenigen, die PRINCE2 ganz gut kennen, wissen, dass in PRINCE2 ein Faktor der Toleranzen eine sehr große Rolle spielt. Und gerade über diesen Faktor Toleranzen ermöglicht auch PRINCE2 in seiner klassischen Denkweise schon sehr agil zu arbeiten. Denn Toleranzen sind die Möglichkeit, Dinge auch in Anführungszeichen dabei haben zu müssen oder nicht dabei haben zu müssen. Zeiten tatsächlich zu reduzieren auf Nulltoleranz, Kosten auf Nulltoleranz und gewisse Flexibilität bei dem Qualitäts-, bei den Kriterien zu haben und letztendlich auch im Umfang zu sehen.
Bei PRINZ 2 betrachtet man genau dieses Spannungsdreieck, jetzt nicht mehr als ein Spannungsdreieck, sondern mehr oder minder als ein Spannungshexagon, weil es 6 Faktoren sind, die dort in der Projektleistung gemanagt werden. Und dort ganz klar überträgt man jetzt diesen agilen Gedanken auch, Zeiten und Kosten als etwas Fixes zu sehen. Daraus dann aber logischerweise auch Qualität und Umfang. Hier trennt man es in die 2 Faktoren, überhaupt erst mal zu sagen, was dabei ist im Projekt, abgestuft und letztendlich dann im Detail auch nochmal über die Kriterien zu sprechen. Ebenso ist auch die Fragestellung, wie gehen wir mit den Nutzengedanken um? Das ist im Vergleich zu einem klassischen Projekt, wenn ich ihn jetzt mal aus PRINZ 2 Gesichtspunkt betrachte, ist so dieser Gedanke, ich arbeite in einem Projekt etwas durch und möchte damit einen Nachhaltigkeitsgedanken, eine langfristige Veränderung adressieren. So ist der Gedanke des Nutzenerreichens etwas, was nach dem Projekt an sich gelagert ist. Der agile Gedanke wiederum geht eher in die Richtung, dass ich während des Projektes schon mal Nutzen, überhaupt den Nutzen erreiche und dass letztendlich mit dem Ende des Projektes auch der meiste Nutzen erreicht worden ist. Da ist ein klein wenig der Unterschied dabei. Insofern ist das im Rahmen eines PRINZ 2 Projektes, wenn ich jetzt das etwas agiler machen möchte, ist auch da als eine Möglichkeit zu betrachten, wie flexibilisiere ich denn die Betrachtung des Nutzens. So. Wenn wir jetzt mal gucken, wie hat der PRINZ aufgebaut? So, der klassische Ansatz. Wir haben im PRINZ 2 sogenannte Prinzipien, Grundwerte. Wir haben im PRINZ 2 Prozesse, die den eigentlichen Ablauf darstellen. Wir haben im PRINZ 2 sogenannte Themen, sehr inhaltliche Beschreibung. Und dann haben wir das sogenannte Anpassen an das Projektumfeld. Das hat ja gerade das, was PRINZ 2 so besonders macht, diese Anpassungsmöglichkeit an das Projektumfeld. Ein klassisches Projekt daraus abgeleitet sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben eine Projektvorbereitung. In der Projektvorbereitung werden wir letztendlich die Notwendigkeit des Projektes feststellen. Wir werden die Anforderungen erfassen. Wir werden die Organisation aufbauen, wir gehen dann in eine Projektinitiierung, planen das komplette Projekt einmal vollständig durch, werden das Projekt dann in Phasen einteilen, werden in den einzelnen Phasen die eigentliche Umsetzung des Projektes fokussieren, werden am Ende dann das Projekt abschließen und mit dem Ende des Projektes ein Endprodukt liefern. Ich habe jetzt hier mal so ein paar, sagen wir mal, Aktivitäten bzw. Produkte, Artefakte aufgelistet, die dort passieren in der Vorbereitung der Projektbeschreibung. Da steht ganz klassisch zusammengetragen ein Dokument, Produktbeschreibungen, auch Dokumente, Spezifikationen, die Anforderungen zusammentragen, unterschiedliche Arten von Plänen, die dann auch dem Lenkungsausschuss vorgelegt werden, die die Basis bilden, um daraus die nächsten Schritte ableiten zu können, die Arbeitspakete, formelle Vereinbarungen zwischen Projektmanager und den Teams, also alles, um es zu formalisieren, um letztendlich auch durch einen Formalismus daraus Erfolg ableiten zu können. Statusberichte, PRINZ 2 geht ja auch davon aus, ja, Statusberichten ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das ist ja immer so der Fall, von Team zum Projektmanager, vom Projektmanager zum Lenkungsausschuss, das formell festgelegt in Intervallen, als Aktivitäten, die vom Projekt zum Lenkungsausschuss passieren. Es finden Ausnahmen statt, es gibt Eskalation und. Das sind so diese typischen Dinge, die in einem Projekt auch passieren. Am Ende des Ganzen steht dann das Endprodukt, was am Ende dem Kunden übergeben wird. Das ist so dieser eher klassische Ansatz. Wenn man das jetzt nochmal wieder betrachtet, wir haben einen klassischen Ansatz gesprochen, na, am Ende wird dann etwas Vollständiges zur Verfügung gestellt. Während im iterativen Ansatz wir kontinuierlich Kleinigkeiten zur Verfügung stellen. Jetzt kann man natürlich gleich argumentieren und so sieht PRINZ das natürlich auch, deshalb springe ich nochmal eine Seite zurück. Naja, wenn man die Phasen betrachtet, natürlich kann ich am Ende einer Phase auch schon Teilprodukte liefern, auch die auch schon einen Teil nutzen für den Kunden haben. Ja, natürlich. Daher ist der Grundgedanke, so wie PRINZ 2 auch ein Projekt schon möglich zu steuern, nicht weit weg von einem Gedanken, schon frühzeitig entsprechende fertige Produkte, Teilprodukte mit einem gewissen Nutzen, so wie es der agile Kontext es vorsieht, auch zu liefern. Daher ist auch der Grundgedanke, dass PRINZ 2 von seiner Methodik her gesehen auch schon agil grundsätzlich ist, es grundsätzlich ermöglicht, agil zu arbeiten von den Grundgedanken.
Und was hat man letztendlich aus dieser Folge abgeleitet? Man hat gesehen, ja, es gibt die klassischen Projekte. Klassische Projekte, meistens Wasserfallkonzept, am Ende wird ein Produkt ausgeliefert, teilweise auch Zwischenprodukte. Hat aber über die letzten Jahre hinweg festgestellt, naja, das ganze Agile ist beliebter geworden. Das Agile wird viel stärker mit flexiblem Arbeiten in Verbindung gebracht. Und im agilen Umfeld gibt es auch viele Werte, gibt es viele Verhaltensweisen, wie die Arbeit auch in klassischen Projekten, in denen ich, wenn ich jetzt wirklich den Wasserfallgedanken mal betrachte, am Ende etwas erst ausliefere. Es gibt aber auch viele unterstützende Möglichkeiten aus dem agilen Umfeld, das letztendlich einfacher zu machen und besser zusammenzuarbeiten. Daher hat man bei Prinz 2 jetzt einfach auch mal angefangen, um zu beschreiben, wenn ich jetzt den klassischen Prinz 2 Gedanken nehme, an welcher Stelle kann ich mit agilen Vorgehensweisen, mit agilen Techniken diese Arbeit unterstützen. Daher neues Produkt dieses Jahr auf den Markt gekommen, Prinz 2 Agile. Konkret könnte man es so betrachten, das ist eine besondere Form eines Prinz 2 Projektes. Das ist die Anpassung an agile Umfelder, an das immer das stärker werdende Agile, die agilen Notwendigkeiten. Was beschreibt Prinz 2 Agile jetzt also? Wie zum Beispiel agile Frameworks, also rein agile Frameworks in klassischen Projekten verwendet werden können. Die Prinz-Experten unter Ihnen, Sie wissen, wo hört Prinz 2 auf zu beschreiben? Prinz 2 hört auf der Lieferebene auf zu beschreiben. Lieferebene heißt ja noch Managen der Produktlieferung. Die Anforderung an das Produkt wird gestellt, wird dokumentiert und wird in die Umsetzung gebracht. Die Umsetzung ist die Aufgabe des Teams. Das kann dann ein Stück Software sein, das entwickelt wird. Das kann jegliches andere Produkt sein. Die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, da hört Prinz 2 auf zu beschreiben. Der Fokus jetzt bei Prinz 2 Agile ist, da natürlich etwas mehr ins Detail reinzugehen. Und was hat sich an der Stelle in den letzten Jahren auch hervorgehoben als eine Technik, gerade wenn es auch in der Softwareentwicklung ist, ist Scrum die Methode bzw. das Werkzeug, mit dem dann auch die Entwicklung gesteuert wird. Scrum ist ein sehr, sehr simpler Prozess, der aufgrund von Anforderungen in einem Team, einem sehr flexiblen Team, mit klar festgelegten Zeitintervallen, ganz klar spezifizierte Ziele nacheinander abarbeitet. Sprints sind die sogenannten Zeitintervalle und für so einen Sprint werden die entsprechenden Ziele zuvor definiert, abgearbeitet und am Ende geschaut, dass man es erreicht hat und damit zum nächsten Sprint zu gehen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, ganz klare Ziele zu haben und mit jedem Ziel auch schon etwas geliefert zu haben, was am Ende des Tages auch eine gewisse Mehrwert schon haben kann. Das ist so die Art und Weise der Entwicklungsunterstützung, die man hier liefern kann. Das sind Frameworks, die beispielsweise von Prinz 2 Agile beschrieben werden. Kanban zur Arbeitsflusssteuerung, Lean Startup-Konzepte, um möglichst früh innerhalb eines Projektes einen Grundgedanken zu haben, ich probiere etwas aus, stelle fest, dass es nicht das Richtige ist. Das ist der sogenannte Fail-Fast-Ansatz, der dahinter steckt. Agile Behaviors haben wir. Das sind die eigentlichen, das ist das, was man mit den wirklichen Werten versteht. Dazu gehört beispielsweise solche Themen wie das entsprechende Zusammenarbeiten. Dazu gehören aber auch Aspekte, ich habe gleich nochmal eine separate Folie dazu, wie spricht ja von dem schönen Empowerment, Ermächtigung, Freiheiten schaffen. Also die Personen, die auf unteren Ebenen im Projekt arbeiten, auch mit entsprechenden Vollmachten auszustatten, über Dinge selber entscheiden zu können, die letztendlichen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja im Projekt häufig so der Fall, gerade wenn es um die inhaltlichen Aspekte geht, den Kunden dann auch unter Umständen recht zeitnah erst die letztendliche Entscheidung zu ermöglichen. Das ist etwas, was man auch zu diesen Behaviors zählt. Wir haben sogenannte Fokusbereiche, Werkzeuge. Ein Fokusbereich in Prinz 2 Agile ist ein ganz wichtiger Faktor, wie geht man zum Beispiel mit Requirements um? Wie macht man Requirements Engineering, Requirements Management in einem Projekt? Ich habe hier ein schönes Beispiel. Das Agilometer ist ein von mir, ja, ich mag diesen Begriff Agilometer sehr gerne, denn mit diesem Agilometer stellt man ein Tool zur Verfügung, um zu bewerten, in welcher Form es denn ein Risiko gibt, mit agilen Werkzeugen in einem Projekt zu arbeiten. Das ist sozusagen ein Risikoanalyse-Tool zur Anwendung von agilen Werkzeugen innerhalb eines Projektes. Wir haben Techniken, dazu gehört beispielsweise Moskau,
sicherlich der eine oder andere kennt es, die Priorisierungstechnik, Abstufung der Priorisierung in Must-Haves, Should-Haves, Could-Haves und Won't-Haves for Now. Und als Konzept ist letztendlich das Priorisieren dahinter, was für als spezifische Technik zu sehen. Es gibt auch Ordering, indem ich ganz einfach Ordnungszahlen verwende. Priorisieren ist letztendlich das Konzept dahinter. Also das ist so ein bisschen ein Fokus, der um den klassischen Ansatz herum gebaut wird. Weil der Fokus des ganzen Ansatzes ist nicht, wenn man hier jetzt mal so diesen sogenannten Prinz-2-Kuchen anschaut, die erfahrenen Prinz 2 Leute wissen, Prinz 2 hat ja drei sogenannte Management-Ebenen. Es gibt die Lenkungsebene, es gibt die Projektmanagement-Ebene und es gibt dann die Ausführungsebene. Und was man letztendlich erreichen möchte, ist das sukzessive mehr Verständnis des agilen Arbeitens auf die höheren Ebenen im Projekt auch ja, übertragen wird. Agiles Arbeiten, wir kommen gleich zu diesem Beispiel dazu, ist mehr informeller, flexibler, mehr kollaborativ, auch solche Möglichkeiten auf Ebenen oberhalb der eigentlichen Ausführung zu etablieren. Beispiele davon kommen wir gleich. Aber auf der anderen Seite sicherzustellen, dass der Grundgedanke des Projektes, also schon eine recht zuverlässige, im Zweifelsfall dann aber auch strikte Gesamtsteuerung des Projektes möglich ist. Also ein Mittelweg zu finden. Zwar noch sicherzustellen, dass die sozusagen Prinzgedanken bis zur untersten Ebene, bis zur Umsetzungsebene gesichert werden, aber auch dafür zu sorgen, dass das, was auf der untersten Ebene in der Praxis angewandt wird, die Techniken, die Vorgehensweise, die Art der Zusammenarbeit, dass solche Aspekte auch interessante Techniken sind, um auf der Management-Ebene des Projektes bis hin zur Lenkungsebene, Steuerungs-, Entscheidungsebene des Projektes die Arbeit miteinander zu vereinfachen. Und das auch sogar in recht komplexen, großen Projekten. Über das Wertesystem habe ich ja gerade gesprochen, dazu wollte ich noch ein paar Worte verlieren. Das Wertesystem hinter Prinz 2 Agile, das sind die sogenannten Behaviors, also ins Deutsche mit Werte übersetzt, beschreiben letztendlich die besondere Art und Weise, wie Dinge bei der agilen Arbeit gehandhabt werden. Wir haben jetzt mal ein Beispiel, betrachten wir mal den Begriff Transparency, also Transparenz. Transparenz ist ein wichtiger Faktor im agilen Arbeiten. Transparenz heißt, Dinge offen zu tun, Dinge auch visuell zu tun. Wir haben jetzt hier ein Beispiel Fortschritt über sogenannte Burn-Down-Charts. Burn-Charts, das sind letztendlich Grafiken, in denen verbleibende Arbeiten visuell dargestellt werden. An einem einheitlich einsichtbaren, für alle einsehbaren, in einer Darstellung, gerne an einer Metaplanwand dargestellt, unter Umständen auch elektronisch dargestellt, als ein ja, Fortschrittsdarstellungsmittel. Weniger an der Stelle dann mit tatsächlichen Fortschrittsberichten zu arbeiten, Statusberichten. Status kann im Zweifelsfall auch an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal abgelesen werden. Wenn ich das dem ganzen Team zur Verfügung stelle, dann ist auch nicht notwendigerweise auf den fixen Berichtszeitpunkt zu warten, an dem ich einen Fortschritt berichtet bekomme, sondern ich habe letztendlich die Möglichkeit, mir jederzeit einen Fortschritt abzuholen aus meinem Team. In sogenannte Information Radiators, Cockpits, ganz grob, die dann auch tagtäglich aktualisiert werden in der Zusammenarbeit in den Teams, diese dann auch auf der Management- als auch auf der Lenkungsebene aktiv zu nutzen, also auch proaktiv zu nutzen, nicht einfach auf seinen Bericht zu warten, sondern schon hinzugehen und zu sagen, hey, hier kann ich die Informationen an der Stelle ja auch schon direkt dort ablesen. Das ist ein typisches Wert aus dem agilen Umfeld. Wir haben das ganze Thema Rich Communication, reichhaltiges Kommunizieren, so könnte man es im Deutschen übersetzen, mehr miteinander sprechen, auch wenn es manchmal schwerfallen mag. Hier ist euer Gedanke dabei, in vielen Projekten agiert man ja häufig per Mail, so dieser schriftliche Fokus. Natürlich, wenn ich über Grenzen hinweg arbeite, also ich meine es tatsächlich auch Ländergrenzen hinweg, Zeitzonen hinweg, ist vieles von diesen Dingen etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Aber nichtsdestotrotz dort, wo ich die Möglichkeit in Projekten habe,
sollte man das aktive persönliche Kommunizieren, also das, wie man es schön sagt, Face-to-Face, den E-Mails und dem weniger persönlichen Kommunizieren, sollte man ganz einfach dieses aktive persönliche dem vorziehen. Weil, ganz gleich, das wird jeder bestätigen können, wenn man über Dinge spricht, Gesicht von Angesicht zu Angesicht, ist durch die Mimik, ist durch die Gesichtssprache des Menschen viel einfacher festzustellen, ob da jetzt wirklich alles so ist, wie es mir berichtet wird, als wenn ich es in einer E-Mail noch auslesen kann. Also das sind diese Verhaltensweisen. Selbstorganisation. Weniger konkret auch vorzugeben. Wobei, wenn man jetzt den Prinzgedanken mal grob sieht, ist ja auch schon ein klein wenig Selbstorganisation in der klassischen Vorgehensweise beinhaltet. Was macht ein Projektmanager? Ein Projektmanager definiert das Produkt, delegiert es an das Team und das Team in Folge mit dem Teammanager ist jetzt dafür verantwortlich, das umzusetzen. Der klassische Gedanke ist, der Teammanager plant es dann für das letztendliche Team ein. Ein Selbstorganisationsgedanke ist auch der, das hat dann auch etwas mit der Art und Weise, wie das Team sich selber führt, gar nicht durch einen Teammanager, sondern es gibt Konzepte, wo man dann vom sozusagen das Team sich selber findet, dass dort sich eine Führungsperson in Anführungszeichen herausstellt und dann sozusagen das untereinander sich selber organisiert. Weniger dieser ganz klassische, ich mache die Vorgaben Gedanken, sondern eher diese Selbstorganisation, das ergibt sich von alleine auf der Teamebene. Es hört sich jetzt sehr nach einem freien Arbeiten an, aber wenn ich entsprechende nicht zu große Teams habe, ist es eine tatsächlich einfache Art der Arbeit. Wir haben das Thema Kollaboration, Zusammenarbeiten. Dazu gehört sowas wie gegenseitig unterstützen, helfen, Teamarbeit. Kollaboration heißt aber auch, eng mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, jederzeit im Projekt. Aus der agilen Sicht, diejenigen, die sich mit agilen Techniken ein wenig mehr auskennen, wissen, dass in der agilen Arbeitsweise in der Regel jemand von der Fachseite, von der Benutzerseite, von demjenigen, die davon betroffen sind, mitwirkt, fest im Team mitwirkt. Also so habe ich ein festes Zusammenarbeiten mit dem Kunden und dort, wo ich mit dem Kunden mehr mit dem Kunden zusammenwirke, habe ich natürlich ohne weiteres die Möglichkeit, schneller und besser zum Erfolg zu kommen, auch das Richtige zu liefern. Und vor allem, wir haben ja schon so einen Gedanken gesagt, Veränderungen sind etwas Gutes, Veränderungen ergeben sich erst mit der Zeit. Und wenn ich innerhalb meiner Teams Personen dabei habe, beispielsweise von der Kundenseite, die dann auch ermächtigt sind, diese Entscheidungen zu treffen, dann habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, das bessere Produkt zu liefern, wird dann natürlich weiter höher. Der Begriff Exploration, sozusagen sich etwas zu erarbeiten, ist auch ein Gedanke. Das wird durch dieses sogenannte iterative Vorgehen unterstützt. Iteration durchzuführen, häufige Feedback-Schleifen zu durchlaufen, auch erstmal zu experimentieren und dann zu schauen, ob ein Teil das richtige ist. Das sind typische agile Vorgehensweisen, die man in Projekten anwenden kann. Das sind das, was man jetzt hier zum Beispiel das Wertesystem innerhalb von Prinz 2 Agile nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal, das sind Aspekte. Ich muss sie nicht mit allen dieser fünf Punkte in den Projekten anwenden. Aber für mich ist es, wenn ich Teile daraus auch in meinen Projekten anwenden kann, dann ist es schon eine Möglichkeit, agile Elemente zu nutzen, um ein Projekt letztendlich auch flexibler, agiler, kundenfokussierter oder auch persönlicher zu machen. Wenn wir jetzt einfach mal drauf schauen, wie so ein Projekt typischerweise abläuft. Was würde denn das bedeuten, wenn ich mehr mit agilen Werkzeugen mein Projekt unterstütze? Wenn wir jetzt mal in die Projektvorbereitung und die Projektinitiierung reinschauen, was sehr häufig ja auch in Kombination stattfindet, stellt sich natürlich die Frage, wie viel Vorarbeit tatsächlich nötig ist, um starten zu können. Also in vielen Projekten wird sehr, sehr viel, das ist jetzt unabhängig auch mal von Prinz 2, Prinz 2 sagt die Ansicht, nur in der Vorbereitung sollte identifiziert werden, warum das Projekt zu tun ist, der Grund des Projektes eruiert werden, eine Organisation geschaffen werden und die Anforderungen grundsätzlich erfasst. Sollten diese Informationen nicht vorhanden sein, ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges im Start des Projektes nicht so sonderlich hoch. Also da ist schon eine gewisse Vorbereitung notwendig.
Vielfach gibt es auch die Situationen, in denen Projekte durch schon sehr klar abgegrenzte Kosten-Nutzen-Vorstellungen vorbereitet werden müssen, um überhaupt gestartet zu werden. Der agile Ansatz reduziert das Ganze und sagt ganz einfach mal, wir haben eine gewisse Vorstellung von dem und wir fangen einfach mal an. Das ist klar für ganz klassische Umfelder, in denen ich höhere Summen auch beantragen muss, nicht die gute Vorgehensweise, aber bei kleineren Projekten, bei weniger komplexen Umfeldern, in denen ich die Möglichkeit habe, würde man aus agiler Sicht sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Ganzen und schauen, dass wir ein konkretes erstes Ziel haben und arbeiten uns sozusagen daraufhin auf die weiteren Ziele hinaus. Eine Produktbeschreibung des Endprodukts, die Zielspezifikation, so wie wir sie aus Prinz 2 her kennen. Wie macht man das? In der Regel ist das der Projektmanager, der verantwortlich, der sich um sowas kümmert. Der agile Gedanke würde sagen, naja, lasst uns das doch einfach, das machen sehr viele, denke ich jetzt aktuell auch schon, ne? Das in Form von Workshops durchzuführen, gemeinsam die Anforderungen des Kunden zu erfassen, Kundenworkshops. Die Art und Weise, wie ich sowas erfasse, Prinz 2 habe ich, wenn ich jetzt mal unsere ganz klassischen Dokumente, die Managementprodukte betrachte, habe ich die Auflistung von Qualitätserwartung, Kundenqualitätserwartung und Abnahmekriterien ganz einfach aufgelistet. Es gibt auch andere Arten, wie man so etwas erfassen kann. User Stories sind dazu ein schönes Beispiel. In einer User Story wird letztendlich auch aus Sicht eines dann Anwendenden beschrieben, dass er etwas braucht aus einem bestimmten Grund. Das ist eine viel einfachere Art, Anforderungen zu dokumentieren. Das ist etwas, was gerade aus dem agilen Umfeld kommt. Das kann auch in klassischen Projekten arbeiten mit User Stories unterstützen, Anforderungen besser zu erfassen. Ich hatte vorhin angesprochen, so ein Schwerpunktbereich im Prinzip Agile ist tatsächlich der Bereich Requirements, Anforderungen. Und dort wird auch im Detail beschrieben, wie man besser, verständlicher Anforderungen identifizieren kann. Und das ist klar über solche Aspekte wie User Stories besser zu erbringen. Das auf sehr hohen Ebenen, allgemeinen Ebenen eher als Vision zu betrachten, bis auf die Details herunter. Man spricht beispielsweise auch einfach von einer Liste von Anforderungen. Das wären dann einfach Backlogs, die abgearbeitet werden. Wichtiger Faktor ist Formalismus. Das flexibel zu sein heißt, grundlegend in vielen Fällen Formalismus auch zu entfernen. Also weniger an der Stelle in einzelne Dokumente zu bringen, sondern viele Sachen gemeinsam zu machen, in Workshops durchzuführen. Visioning-Workshops sind beispielsweise solche Elemente, die es in dem Umfeld gibt. Vorbereitung und Initiierung werden häufig kombiniert. Das ist sozusagen, dass ich in die Initiierung direkt hineingehe. In der Initiierung mache ich mir Gedanken über Reglements, wie gehe ich mit Risiken um, wie steuere ich meine Qualität, wo dokumentiere ich mein Projekt. Da gibt es in vielen Vorgehensmodellen ganz klare Reglements, Richtlinien, die am Anfang eines Projektes klar dokumentiert werden. Ja, das werde ich in jeder Art von Projekt, werde ich natürlich ein Reglement brauchen, wie ich mit meiner Ablage umgehe, wie ich mit Versionierung umgehe. Aber damit so etwas auch gelebt wird, ist möglichst einfach zu handhaben und beispielsweise so etwas visualisiert zugänglich zu machen. Projekträume, gemeinsame Orte, an denen gearbeitet wird, in denen solche Dinge dann auch tatsächlich an den Wänden dargestellt werden. Das sind einzelne Beispiele daraus. Projektablauf, also Projektablauf im Sinne, wenn wir jetzt Steuerung und Lieferung einmal betrachten, da geht es um die Arbeitspakete, das gemeinsame Formulieren der Arbeitspakete, also ein gemeinsames Verständnis dafür auch aufbauen. Das Thema Empowerment der Arbeitsteams. Empowerment heißt tatsächlich Ermächtigung. Mehr Macht den Teams geben, die Vorgaben viel gröber zu machen und die Entscheidung der Details tatsächlich dem Team überlassen. Wenn wir jetzt typische agile Entwicklungsmethoden uns anschauen, sind in den Entwicklungsteams auch Mitarbeiter dabei, die die Kundenseite vertreten und letztendlich darüber auch die Entscheidung treffen könnten. Daher, dadurch, dass man unter Umständen auch viel mehr Details an der Stelle bekommt, dort viel höhere Freiheiten zu geben, entscheidungsfreie Räume, wie gesagt, Änderungen auf Detailebene. Die Arbeitsflusssteuerung gibt schöne Ansätze. Das ist mein Arbeitsfluss mit Kanban steuere. Kanban
grundlegend ein Basiskonzept sind sogenannte Kanban-Boards davon. Das sind letztendlich die Möglichkeit, dass ich das, was ich zu tun habe, an einer Wand darstelle, an einer Metaplanwand in der Regel, meine zu erledigten Taten beschreibe. Dann habe ich Bereiche von in Arbeit abgeschlossen und kann da, und das ist eine Freiheit auch derjenigen, die mitwirken, wenn ich mit etwas fertig bin, lege ich das in Anführungszeichen auf den Stapel bzw. in die Spalte erledigt, dann ziehe ich etwas Logisches, was als nächstes kommt, suche ich mir dann und werde es in meine In-Arbeit-Spalte reinlegen. Das alles natürlich mit gewissen Grenzen in der maximalen Belastbarkeit, das sind die Art und Weise, wie die Teams sich dann steuern sollen innerhalb eines Projektes und vor allem auch ganz gut steuern können. Fortschrittskontrolle, das, was man klassischerweise sehr, sehr formell durchführt, Teamstatusberichte, Projektstatusberichte, Ampelsysteme, prozentuale Fortschritte, warum versucht man das nicht alles stark zu visualisieren? Visualisierung in dem Sinne Burn-Charts, hatte ich vorhin mal ganz kurz erwähnt, das sind sozusagen Ablaufgrafiken, die sozusagen die verbleibende Arbeit zeigen, beziehungsweise das, was ich bisher erreicht habe, das in Charts auf Wänden, gerne auch dann elektronisch, wenn es größer, wenn es formeller durchgeführt werden soll, das darzustellen, um an der Stelle gar nicht diese Notwendigkeit haben zu müssen, zu fixen Intervallen feste Statusberichte zu erbringen, sondern wenn ich so etwas kontinuierlich pflege, habe ich ja die Möglichkeit, dass auch, wenn die Information notwendig ist, mir dann auch als Projektmanager aus Sicht des Teams oder aus Sicht des Lenkungsausschusses mir diese Sachen einfach nochmal abzuholen. Also ein wenig dieses proaktive Holen von Informationen. Offene Punkte, Risiken offen visualisieren. Wo finden diese Dinge statt? In der Regel in den Teams, zusammen mit dem Projektmanager, Metaplanwände, solche Sachen offen darstellen. Ist natürlich nur für eine maximale Anzahl an solchen Objekten möglich. Wenn es natürlich größere Umfelder sind in Projekten, in denen man sowas in höherer Anzahl hat, muss das natürlich auch alles stärker formalisiert werden. Entwicklung habe ich angesprochen an der Stelle, technisch gesehen, zum Beispiel mit Scrum. Die Projektlenkung, auch dort, schon eine interessante Diskussion auch geführt mit Teilnehmern in Trainings, dass wenn man überlegt, ein wenig den Formalismus aus der Lenkungsebene herauszubekommen, das wird natürlich schwierig sein. Also wenn ich jetzt in einem Großkonzern mit dem Vorstandsvorsitzenden als Auftraggeber in einem Projekt drin sitze, werde ich den sicherlich nicht dazu bekommen, dass er in den Projektraum des Projekts vorbeischaut und sich den Fortschritt selber abholt. Aber, andere Seite, warum auch nicht? Ne? Das sind solche Überlegungen aus dem agilen Umfeld, dass auch für die Lenkungsebene Informationen nicht unbedingt geliefert werden, aktiv vom Projektmanager, sondern dass auch solch eine Lenkungsebene sich aktiv einmal in das Projekt einmischt, in Anführungszeichen, einmischt, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern aktiv auch nachfragt. Und wenn ich viele Informationen visualisiert habe in den Projekträumen, wenn ich Cockpits habe, Information Radiators, wie es im Prinzip Agile genannt wird, kann ich ja jederzeit auch Informationen aus dem Projekt abfragen und muss nicht auf meinen nächsten Statusbericht warten. Das erfordert aber natürlich, dass das Willen an der Stelle auch in solch einer Form mitzuwirken. Das Thema Schaffen von mehr Freiheiten auf den Ebenen darunter, wirklich nur die grundlegenden Aspekte auf oberster Management-Ebene entscheiden zu müssen und alles darunter auf Projekt- bzw. auf Teamebene delegieren zu können. Und, das hatte ich ja schon angesprochen, Einbezug der Lenkungsebene auch schon mal in die Projektarbeit zu Workshops einladen. Also es gibt so ein schönes Beispiel, der Beginn des Projektes, Vorbereitung, Initiierung, das komplett in Form eines Workshops durchzuführen mit seiner Lenkungsebene. Häufig nutzt man ja den Begriff Kick-off-Workshop, da ist die Lenkungsebene schon dabei, dann wird man den Workshop etwas länger gestalten und die Sachen dort im Detail vorstellen. Das sind Dinge, die sozusagen dann schon sehr kollaborativ am Ende dafür sorgen, dass jeder abgeholt ist und die Entscheidung in einem Konsens auch getroffen worden ist. Das sind solche Beispiele. Wenn man sich mal die Themen aus Prinzip anschaut, wie kann ich da agiler werden? Was heißt das im agileren Umfeld? Das Thema Business Case. Klassischerweise ist der Business Case ja das zentrale formelle
Instrument von PRINZ II, welches die Rechtfertigung des Projektes darstellt. Die Rechtfertigung im Sinne einer nachhaltigen Schaffung von Nutzen, Mehrwert für eine Organisation im Sinne des Gedankens Veränderungs. Der agile Gedanke ist jetzt ja nicht unbedingt auf den nachhaltigen Nutzen nur ausgelegt, sondern darauf ausgelegt, möglichst früh im Projekt auch schon Nutzen zu schaffen. Also sieht der Business Case ein bisschen anders aus. Der Business Case ist an der Stelle weniger formell auf diese Nachhaltigkeit ausgerichtet, sondern eher darauf ausgerichtet, im Projekt schon ganz klar an Abschnitten, am Ende von Phasen, an Releases schon etwas dem Kunden Mehrwertbringendes geliefert zu haben. Man spricht auch davon, von sogenanntem Minimum Viable Product zu schaffen, also die minimalst Produkte zu schaffen, um möglichst auch früh zu erkennen, bin ich auf dem richtigen Weg, möglichst früh, wenn ich scheitere, dann möglichst am Anfang. Das ist so der Business Case Gedanke. Das Thema Organisation, Entwicklerteams, klar, ich muss die Agilen mit einbeziehen. Scrum Master, welche Rolle hat ein Scrum Master bezogen auf andere Projekte? Das ist an sich eine komplett andere Rolle. Ein Scrum Master beispielsweise ist jemand, der dafür zu sorgen hat, dass der Scrum-Prozess funktioniert. Das ist so etwas, was wir im klassischen Projektmanagement-Umfeld ja gar nicht haben. Wie sind dort die Schnittstellen beispielsweise zu sehen? Selbstorganisation der Teams, also Freiheiten, das Finden auch der Teams. Wer führt das Team? Servant Leadership als Konzept. Servant Leadership ist als Konzept, dass man sozusagen das Führen als Dienst des Geführten ansieht, auch mehr Freiheiten darin zu haben. Thema Qualität, das ist Kern des Ganzen, Flexibilisierung dessen, was zu liefern ist, auch zu beschreiben, wann ist etwas fertig, also eine Definition dafür erstmal zu bekommen oder eine Definition dafür zu bekommen, ab wann ist etwas, zum Beispiel eine User Story, fertig, um daraus überhaupt ein Produkt entwickeln zu können. Also im Thema Qualität geht es auch grundlegend darum, gewisse Reglements stärker zu definieren. Wobei, wenn man das mal ganz klassisch betrachtet, in PRINZ II ist ja auch mit dem Thema Qualität erstmal ein Setzen eines Reglements, wie ich denn zu Qualität komme. User Stories sind hier auch dieses Beispiel, um Qualität zu erfassen, das zu nutzen. Pläne, das ist ein ganz interessanter Ansatz, weniger formell, Low-Tech, viel Visualisierung. Die Planung sollte durch die Experten passieren, schätzen, durch Erfahrung und mit Experten. Risiken, das ist auch weniger formell ausgeprägt. Risiken werden hier stärker bezogen auf Anwendung von Agil. Änderungen werden, wie schon gesagt, als etwas Gutes betrachtet. Änderungen sind die Dinge, die uns auf das richtige Ziel des Projektes bringen werden. Dadurch, dass ich Details erst später festlege, sind es Änderungen, die müssen aber sein. Und das ganze Thema Fortschritt, stärkere Visualisierung, ich habe über Information Radiators gesprochen, auch vergleichsweise Durchlaufzeiten zur weiteren Planung zu nutzen, ist einer der wichtigen Punkte. Ja, so viel mal inhaltlich. Frage, mit der ich ja das Webinar gestartet habe, ob ein Projekt agil oder klassisch zu steuern ist, das ist heutzutage, die Frage ist nicht mehr mit Ja und Nein zu beantworten. Letztendlich, man hat mittlerweile sehr, sehr viele Techniken, Methoden aus dem agilen Umfeld und nutzt die sowieso schon in Projekten. Werden. Daher ist es tatsächlich die Frage, wie viel agil kann ich denn im Projekt tatsächlich nutzen? Ist irgendwann für mich das Thema Fokus Zeit kosten, dann muss ich natürlich mehr in diese Grundsätze von agil gehen, die Qualität auch zu priorisieren. Ansonsten aber Themen wie das Zusammenarbeiten, diese Ansätze und Methoden liefern eine bessere Zusammenarbeit im Projekt, lassen auch die Steuerung einfacher ermöglichen im Projekt. PRINZ II erklärt letztendlich schon immer, dass ein Projekt angepasst zu steuern ist. Also agile Methoden und Techniken können dabei ein entsprechender Erfolgsfaktor sein, können dazu genutzt werden, bekannte agile Methoden und Techniken. PRINZ II Agile, und das ist das, worauf ich ja gerne auch ein bisschen nochmal hinaus möchte und wofür ich ein wenig werben möchte, beschreibt dies nun in einem eigenen Handbuch. Letztendlich den klassischen Projektmanagement-Gedanken, so wie er aus PRINZ II auch kommt, beschreibt dann, welche agile Methoden und Techniken aus Sicht eines PRINZ II-Projekts genutzt werden können. Das sehr ausführlich. Für diejenigen, die sich auch ein bisschen detaillierter mit bestimmten agilen Methoden und Techniken, wie zum Beispiel Scrum, Kanban, auseinandersetzen möchten, beschreibt PRINZ II Agile auch sehr interessante
Einblicke da rein, erklärt das auf jeden Fall mal ausreichend für einen ersten Blick in diese Technik. So. Ja. Ich gucke gerade einmal auf die Uhr, ist doch ein paar Minuten schon länger geworden, aber wir kommen einmal zum Fazit. Agil ist die Frage im Projekt, wie schon gesagt, nicht mehr ob ja oder nein, sondern das ist die Frage, welche Elemente aus dem agilen Umfeld kann ich denn in meinem Projekt einsetzen? Und dazu liefert Prinz 2 Agile eine sehr gute Anleitung. Es ist eine Weiterentwicklung von Prinz 2 hin zur Integration bekannter agiler Methoden in auch, sagen wir jetzt mal, klassische Projekte. Prinz 2 Agile basiert auf dem Prinz-Ansatz und ergänzt das womöglich mit agilen Methoden und Techniken. Wie gesagt, womöglich. Es ist schön beschrieben, was für Dinge möglich sind und wie weit man an der Stelle gehen kann. Mir persönlich daran gut gefällt, das ist kein, das Rad nicht neu erfinden. Ich kenne selber in meiner Anwendung viele Sachen, die aus dem agilen Umfeld kommen, wende ich schon in jeder Art von Projekt seit vielen Jahren an. Was wir jetzt haben, wir haben tatsächlich das auch mal offiziell dokumentiert in Form eines eigenen Best Practice. Deshalb keine neue Methode, sondern zeigt an sich nur, wie das im klassischen Projekt umgesetzt bzw. eingesetzt werden kann. Und für mich persönlich steht das nicht in Frage, das zu machen, sondern die Frage ist für mich, wie weit, welche dieser Aspekte sinnvoll sind in einem, in Anführungszeichen, klassischen, wenn es den Begriff klassische Projekte denn überhaupt noch gibt, was davon entsprechend gemeinsam kombiniert einzusetzen ist. Ja, und damit bin ich erstmal für diese inhaltliche Dinge am Ende. Ich möchte natürlich, beziehungsweise wollte an der Stelle natürlich auch ein ganz klein wenig Interesse an Prinz 2 Agile wecken. Sollte ein wenig Interesse geweckt sein, und vielleicht der eine oder andere sich da auch mal zu entschließen, das in Form eines Trainings durchzuführen, dann haben wir das natürlich bei uns im Angebot. Prinz 2 Agile ist ein 3-Tage-Training. 3-Tage-Workshop muss man mehr sagen. Prinz 2 Wissen ist absolute Grundlage dabei. Man wird viele agile Techniken kennenlernen und die in den Zusammenhang auch mit dem klassischen Prinz 2 Ansatz setzen. Wie gesagt, sehr stark Workshop-Charakter, man wird einiges üben, ausprobieren und man wird es am letzten Tag, am dritten Tag mit einer klassischen Multiple-Choice-Prüfung abschließen. Für diejenigen, die einen Prinz 2 Practitioner haben, kennen die Zeit, 2,5 Stunden. Das ist aber mittlerweile ein klassisches Multiple-Choice mit 50 Fragen. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Erläuterungen. Kurz vor 12 ist es geworden. Ja, liebe Marion. Ja, lieber Michael, vielen Dank für deine Präsentation. Haben wir noch Zeit für 2 Fragen? Ja, kurz. Ja. Mach mal. Also ich habe sie noch. Okay, also wie grenzt sich Prinz 2 Agile jetzt genau von den agilen Methoden wie Scrum oder DSDM ab? Das wäre die eine. Okay. Sehr schön. Also sage ich doch gleich was dazu. Also die Frage, ja, DSDM hatte ich an der Stelle übrigens gar nicht erwähnt, kommt sicherlich von jemandem, der sich auch schon mal mit DSDM Etern auseinandergesetzt hat, beziehungsweise Agile PM. Um erstmal kurz die Abgrenzung Scrum. Scrum ist eine Entwicklungstechnik, Produktentwicklungstechnik letztendlich. Das fokussiert die Umsetzung. Prinz 2 Agile beschreibt erstmal den kompletten Projektmanagement-Rahmen und Scrum beschreibt im Detail auch die Umsetzung. Letztendlich, das eine ergänzt das andere. Dann kurz weiß, und ich spreche gerne von Governance-Rahmen. DSDM bzw. Agile PM, so wie wir es auch kennen, ist ein eigenständiges, vollständiges Projektmanagement-Framework zur Steuerung von agilen Projekten. Es ist nicht so weit verbreitet auf dem Markt wie die anderen, hat aber interessanterweise auch ein paar Einflussfaktoren in Prinz 2 Agile, denn so ein Konzept wie das Agilometer gibt es in ähnlicher Form in DSDM Return und das wurde in Prinz 2 Agile auch implementiert. Also letztendlich Prinz 2 Agile ist sozusagen ein übergeordneter Rahmen, der die Gesamtprojektsteuerung ermöglicht und unterschiedliche agile Techniken und Methoden dazu erklärt, wie sie
dabei unterstützen können. Und da sind Konzepte aus BSM beispielsweise dabei, aus Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming und. Die sind sozusagen eingebettet, sind möglich zu nutzen, während sozusagen Prinz 2 den Rahmen darüber mit sich bringt. Ja. Mhm. So. Noch eine Frage, Marion? Ja, ich hätte noch eine zweite, die habe ich mal rausgesucht. Und zwar ist die Frage, Sie haben ja sicher schon einige Trainings dazu gemacht. Wie sind die Feedbacks zu den Inhalten von Prince2 Agile und wie erfolgreich sind die Teilnehmer in den Prüfungen? Die letzte Frage ist schön. Also die Teilnehmer sind eigentlich, also ich sage, es sind Bestehensraten dabei, aber es sind keine schlechten Bestehensraten. Also es ist nicht abweichend vom Practitioner, auf dessen selben Niveau das alles stattfindet. Erster Teil der Frage war die Feedbacks. Also wie sind die Feedbacks zu den Inhalten von Prince 2A? Also, ja. Vielen Dank, danke Marion. Ja. Sehr, sehr lange Frage. Also die Feedbacks sind sehr gut. Teilweise waren die Erwartungen in den ersten Trainings, dass dort ein komplett eigenständiges, neues, rein agiles Werkzeug zur Verfügung gestellt wird. Was dann aber relativ schnell herauskam, ist ja das, auf was ich ja eigentlich heute mit dem Webinar hinaus wollte. Es ist nicht die Frage des Ja oder Nein, wie ich ein Projekt zu steuern habe, sondern dass es unterschiedliche agile Techniken und Methoden gibt und die können einen Mehrwert in jedes Projekt bringen. Und das ist an sich so dieser Grundgedanke von Prince 2 Agile. Man darf nicht vergessen, das Ding ist immer noch Prince. Der Grundgedanke, die Philosophie ist Prince. Und man möchte ganz einfach diese Philosophie, die ja an sich schon sehr, sehr einfach flexibel gehalten ist, diese Philosophie durch agile Techniken, agile Methoden unterstützen, detaillieren, besser ausführen. Und wenn dieses dann verstanden ist, dieses Grundkonzept, waren die Feedbacks bisher wirklich sehr, sehr positiv. Gerade auch, also Feedbacks, die ich in den Trainings bekommen habe, waren, dass es auf jeden Fall Spaß gemacht hat, weil man in Form von Workshops einmal Scrum sich angeschaut hat. Wir bauen Kleinigkeiten über den Scrum-Prozess. Gewisse Workshop-Techniken simuliert worden sind. Also man geht schon ein bisschen mehr in diese umsetzenden Techniken rein. Und wie gesagt, es waren so ein bisschen die Feedbacks bisher aus den Trainings. Ja, ich glaube, oh ja. Wir sind ein bisschen spät schon. Ja. Ja, wir sind leider schon ein wenig über die Zeit und somit am Ende unseres Webinars. Liebe Teilnehmer, Ihre gestellten Fragen werden im Nachgang von uns bearbeitet und werden Ihnen dann per E-Mail zugestellt. Ich hätte da noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Webseite unter www.serview.de und wir würden uns natürlich freuen, Sie bei dem ein oder anderen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten sowie einer Bitte um Feedback erhalten. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Auch von meiner Seite vielen Dank. Tschüss. Tschüss.